Jo, Freunde, willkommen zu Simmer Zockt Blind. Die Reaktion. Ich frage mich, was da schiefgelaufen ist. Auf einmal habe ich die Musik von Mario Bros. 2 gehört. Wo, in was für ein Bonusraum war ich da? Habe ich den Konami-Code getriggert? Was ist da passiert? Das kann doch nicht sein. Und ich bin nicht mehr gestorben, seitdem ich diese Musik gehört habe. Wir schauen uns das an. Und nicht so viele Abgründe, deswegen quasi das perfekte Level für Simmer Zockt. Ja, nicht so viele Abgründe, das perfekte Level. Und wieso bist du so oft gestorben? Wieso hat Koopa dir so oft deine Seele genommen? Ich meine ja nur. Übrigens, das erste Mal, dass ich jetzt mal mit Schal aufnehme, die Reaktion, ist mal was anderes, habe ich mir gedacht. Jetzt allseits beliebt Schalbeining, yo. Schalbeining, naja. Passend zum Winter, ne? Ne, ich bin eigentlich kein Schalträger, deswegen liegt der auch nur in meiner Schublade. Wird halt benutzt für Simmer Zockt Blind. Das war ein Fail. Mann, Regie. Was hast du getan? Regie, was hast du getan? Was will der Typ überhaupt? Die Regie sagt, hau den Typen eins auf den Deckel. Vielleicht kann er dann wieder klar denken. Zieh am Hebel. Ich bin am längeren Hebel. Ja, richtig stramm machen, so. Richtig stramm machen, was machst du da? Läuft, ich seh nix. Jetzt muss ich nur die Ohren frei kriegen, weil das Hören ist sehr wichtig in Simmer Zockt Blind. So, das Hören ist sehr wichtig. Nicht nur im Simmer Zockt Blind, sondern auch im richtigen Leben. Das haben schon meine Großväter gesagt. Es kann losgehen. Das will ich auch mal hoffen. Okay, mal. Passiert ja nichts. Langweilig. Resident Sleeper. Da ist mein Mikro. Okay. Los geht's. Was will der? Lutscht du dein Mikro ab? Eigentlich ist das Prinzessin dafür gedacht, um da reinzureden und nicht um ohne zu machen. Das sehen zu können. Ah, es geht los. Super Mario Bros. 1. Yes. Das allererste Game. Alter, da ist der erste Goomba und der Typ rennt direkt rein. Da war schon Goomba? Da war schon Koopa? Wer auch immer da war. Goomba! Der erste Gegner ist Goomba! Angegriffen zu haben. Und schon wieder der gleiche Fail. Ich kriege dich. Ich werde dich kriegen. Und jetzt mach ich dich fertig. Hier, passt auf. Sicher? Ja, er hat es geschafft. Skill. Du. Klar, er schafft den ersten Goomba. Was passiert? Er rennt in den zweiten Goomba. Das ist bestimmt der Goomba. Das ist der Goomba. Ich weiß doch, du bist du alter Schlawiner. Schon wieder der Goomba. Dreimal getötet vom ersten Goomba. Jetzt mal ganz ehrlich. Seems good. Also, bitte gut. Ich bitte dich wirklich. Ja. Was? Oh mein Gott. Was bildest du dir ein? Oh mein Gott. Nein. Du Zwirschpringerin, du Affe. Aber wir haben es weitergebracht. Ja, du hast den zweiten Goomba überstanden. Und dann kam er zurück und er hat dir trotzdem die Seele genommen. So schnell kann es gehen. Ist halt nicht so einfach, ne? Es ist Mario Bros. 1. Ja, ist nicht so einfach, ist Mario Bros. 1. Mario Bros. 1 war mega einfach. Ich bin auf irgendwas draufgekommen. Hab ich einen Koopa besiegt? Aber nein, ich redest du die ganze Zeit von Koopas? Koopa ist da, verdammt nochmal. Du hast mal gefreut besiegt, natürlich, Ryan Brüder. Und dann ist er da. Hä? Der Koopa, der nicht da ist, will seine Brüder holen? Träum weiter, Alter. Ist mir scheißegal. Koopa, ich werde jetzt kriegen. Ja, also hört Schätzel an. Ich werde jetzt kriegen. Es ist nicht mein Koopa, es ist verdammter Goomba, Alter. Und das 100. Mal rennt er in den ersten Gegner, Alter. Wie kann man nur so schlecht sein? Wie kann man nur so schlecht sein? Und? Runter da. Und ja. Ja. Erwischt. Ich habe einen Gegner gekillt. Meinst du? Und noch einen Gegner gekillt. Ja, killt sie doch alle. Mach alle kaputt. Und dieser Tag. Ja. Einfach kommen. Skill. Komm. Hoher Jump. Ja. Immer noch. What's going on? What's going on, Peaches? Ja. Ja. Über die Lücke gesprungen. Das war mein insgeheimes Ziel. Und da ist wirklich ein Koopa. Und der hat mich besiegt. Warum sage ich sowas überhaupt? Holy shit, ist das geil. Das war der beste Versuch. Jetzt starte ich von da und da war immer dann die Lücke. Und ich hab gedacht, Bowser hat dagegen hingehackt. Das war eine Lücke. Der war direkt vor meiner Nase. Das war eine Lücke und ich bin nie über diese Lücke rübergejumpt. Und ich hab gesagt, Bowser hat da einen Gegner hingeschietet. Sag mal, wo war der denn? Der war doch vor mir. Oh nee, das war eine Lücke, du Spaß. Finch Cooper, wo bist du denn auf einmal aufgetaucht? Ach, Dieter, da hätte man aber auch drauf kommen können. Finch Cooper. Also, ich wusste ja schon immer, dass du ein linker Hund bist, aber das geht echt zu weit. Simmer Zockt Blind, Reaktion auch blind. Aufgetaucht? Finch Cooper, also ich bitte dich. Was warst du denn jetzt für einer, ey?
Wo? Nein, Pilz. Wieder die Lücke des Todes. Pilz des Todes? Wir sind nicht in Superman. Lücke des Todes, Levels, nicht Pilz, Pilz des Todes. Das ist merkwürdig. Ja. Oh, da kommt direkt zwei Gegner und ich bin rüber und ich bin über den Koopa. Ich bin über die Koopas. Oh mein Gott, da kommt eine Koopa-Armee. Ja, natürlich. Ist der dritte Weltkrieg ausgebaut oder was? Koopa-Armee, let's go. Jetzt läuft alles andere als ja, wie soll man das denn schaffen? Ja. Yes. Die Goomba-Armee ist ja lächerlich. 100 Münzen gehen weg, Stalin. Jetzt brauche ich nur 100 Münzen. What the actual fuck? Okay, ich sammle mich jetzt und jetzt skill ich. Skill. Du skill? Den Skill packe ich mal lieber wieder zurück in die Mülltonne, wo er auch rauskam. Mhm. Aber warum ist das mit dieser Mario Bros. 2 Musik passiert? Ich verstehe es halt nicht. Mann, Koopa! Ganz ehrlich, ne? Wir können Freunde sein. Wir können Freunde für das Leben sein. Aber nein, du denkst ja, er baut mich geschickt. Ich bin zwar unterbezahlt, aber ich muss mal ihn trotzdem töten. Ja, ich benutze Schal als Waffe. Nur für die, die keine Ahnung haben. Wow, hab ich ihn jetzt wirklich umgebracht? Koopa, hast du das gehört? Das war dein Untergang. Das war nicht mal ein Koopa, es war ein Goomba. G-U-M-B-A. Kein sein Freund, ja. Falls er sowas hat wie Freunde und recht. Ja, falls er sowas hat wie Freunde, ja, du bist ja keine Freundin. Grausam. Jetzt hat Bowser schon wieder Gegner, der ihn geschieht. Ja, mit Bowser, komm. Natürlich, der wir können das Gegner auch ganz im ersten Level. Wie Ehrenmänner aus dem Bruder. Nur keine Gegner, die direkt am Anfang schießt, das ist doch lächerlich. Wie es ernsthaft glaubt, oder? Er bringt es jetzt Freunde, immer. Am Anfang war es, glaube ich, nur ein Witz. Aber ich meinte, wie er hat wieder Bowser was am Anfang geschieht, das ist toll. Nee. Ey, come on, ne? Naja, probieren wir es doch mal. What? What? Was ist das? Das Spiel beendet? Hab ich eine Warp-Röhre gefunden? Nein, das ist keine Warp-Röhre. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Mario Bros! Hä? Ist er wieder im Menü? Jetzt ist es Mario Bros 2! Und er startet Mario Bros. 2. Wir haben Mario Bros. 2 gespielt. Was ist das? Was ist das? Wo bin ich? Hilfe! Gatschigasm, ey. Kann mir mal einer sagen, wo ich bin? Das ist doch die Musik von Mario Bros. 2. Ja, ach nee, es ist ich meine, Mario Bros. 2. Ich meine, ich spiele die All-Stars-Version. Das ist Mario Bros. 2. Aber mir ist nicht bekannt, dass man irgendwas triggern kann, dass auf einmal und in Mario guck Bros. Mal, 1 warum ich die Musik von Mario Bros. 2 kommt. Ich wollte mich nur an den Koopa rächen. Mehr wollte ich gar nicht. Mein Ziel für diese Folge war nur, auf diesen Koopa zu springen und ihn zu besiegen. Ich wollte meine Rache. Und jetzt höre ich die Musik von Mario Bros. 2, bin ich in eine Geheimröhre gekommen, habe ich den Konami-Code aktiviert. Ja, natürlich, du bist ein Geheimröhre, du hast den Konami-Code. Das ist ganz normal Spiel, es ist nur ein fucking Remake. Es ist nicht möglich, eine Musik in einem anderen Spiel zu triggern, vom anderen Spiel, verdammt nochmal. Super Mario Bros. 1 viel eher erschienen ist als Mario Bros. 2. Das heißt, in Mario Bros. 1 kann der Soundtrack von diesem Spiel gar nicht drin sein. Deswegen, du hast einfach das Spiel gestartet. Du bist jetzt in Mario Bros. 2. Am Ende befinde ich mich nur im Menü. Alter. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Oh mein Gott. Oh my fucking crazy shit. Auch ein schönes Spiel, Mario Bros. 2, by the way. Und wenn ich LP, kommt irgendwann mal. Ja, muss man mal sehen. Ich weiß nicht, wo ich bin und ich checke nichts mehr. Dumm. Ich weiß du nicht. Du Vollidiot. Ich springe, Hauptsache der Koopa. Ich renne von nicht mehr links nach rechts. Ja, ich glaube, ich bin irgendwie in den Untergrund gelangt. Und eine Röhre oder so. Das ist Todesfall. Er einfach nur wieder mal sein Gehirn und ausgeschaltet. Ja, das finde ich halt nicht der Ausgang. Hier muss irgendwie eine Röhre versteckt sein. Wahrscheinlich da war kein Gehirn. Oder? Nach oben drücke, nach unten. Nee, nach unten. Ich finde die Röhre nicht. Das ist jetzt natürlich problematisch. Die All-Star-Version. Du hast bestimmt ein paar All-Stars getrunken, dass du so dumm bist. Okay, ich gehe jetzt einfach zu dir. Alter, jetzt. Ja, gut, guckt es euch gerne an. Aber wie gesagt, von links nach rechts. Raum sein. Oder wieder von links nach rechts. Sein und ich bin jetzt geh doch durch die Tür, du Schlaumeier. Irgendwie die Röhre. Oh, er geht sogar mal von rechts nach links. Wow. Ich meine, wir haben ja schon drei Versuche oder so jetzt gemacht. Und der Koopa hat mich immer wieder besiegt. Er hat immer wieder die Seele erneut weggenommen. Und so viele Jahre später, dass es den alten Zielen zu blöd wurde und man einen neuen anwerben musste.
Gut, Freunde, dann würde ich sagen, war's das für Simmerzeug Blind. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, die Seele an euch anschauen, um Cooper, was hier passiert. Wäre schön, da hätte man sich das hier nicht mehr antun müssen. Was für ein komischer Raum ist, wo ich jetzt bin. Wir sehen das gleich bei Reaktionen und ja, ich glaube, das war's wirklich. Du bist fertig. Bis gleich bei einer Reaktion, falls ihr Bock drauf habt, euch zu gönnen. Und der komischsten Simmerzeug Blind aller Zeiten. What the fuck, ja. Ich bin relativ zufrieden. Einmal habe ich mich da ganz gut durchgeskillt bis zur Goomba-Armee, aber halt nur einmal. Einmal ist keinmal. Aber trotzdem, fürs erste Level bin ich ein bisschen weit gekommen. Was hier passiert ist, das vergesst ihr besser gesagt ganz schnell wieder. Das vergesse ich auch wieder. Und in diesem Sinne würde ich sagen, noch schönen Sonntag. Genießt die nächsten Videos, die noch kommen werden. Ich bin raus hier. Das waren die Reaktionen. Bis zum nächsten Mal. Bis in einer Woche wieder mit einem neuen Spiel. Haut rein, macht's gut. Bis dann, ciao.